Hallo, da sind wir wieder und zwar mit einem wunderschönen Ausblick. Guckt euch das mal bitte an. Gigantisch. Eigentlich der perfekte Tag und auch so das perfekte Wetter, um euch einen Schlafsack vorzustellen. Und zwar den Carinthia Defense 4. Das ist die Größe M. Der ist 1,85 Meter lang und wiegt ja, knapp 2 Kilo. 1850 Gramm, glaube ich. Der ist aus Polyester und das ist momentan der Schlafsack der Bundeswehr. Packmaß riesig, aber ich muss sagen, das ist ein Kompressionssack und wie ihr seht, da bekommt man so, immer noch Luft raus und man kann echt an allen Stellen ziehen. Hier kann man auch noch so ein bisschen den Durchmesser verkleinern. Also man kann auch einiges ziehen. Hier seht ihr, wenn ich mich drauf knie, wie viel Luft da noch rausgehen kann. Also Packmaß geht noch kleiner, ist eben etwas schwerer als unsere leichten Schlafsäcke. Aber der soll ja auch bis minus 15 Grad gehen. Er kostet ja, über 100 Euro. Ich glaube 125 bis 170 Euro irgendwie so. Da ist die Preisspanne. Das schaffen die anderen Schlafsäcke eben nicht. Ich packe den jetzt mal aus. Ich muss sagen, das ist jetzt auch mein privates Highlight. Ich habe diesen Schlafsack noch nie live gesehen. Oder nee, mein persönliches Highlight. So. Das ist jetzt eben auch Andres Schlafsack. Mal gucken, wer ihn bei der nächsten kalten Wanderung wirklich nimmt. So. Also hier ist die Hülle. Ich muss sagen, die Hülle ist so schon echt stabil. Sieht ziemlich wasserdicht aus, soll glaube ich auch wasserdicht sein. Aber ja, super stabil und super. Also ein ziemlich fester Stoff. So. Und das ist der Schlafsack. Hier kommt später das Gesicht rein. Prozent Polyester, waschbar bei 40 Grad. Ich bin mal gespannt, wie er aussieht innen drin. Ja, ich würde sagen, da passe ich rein. Dann ziehen wir mal die Schuhe aus. Und dann gucken wir mal, ne? So. Ja, also, ich passe rein mit meinen 1,72 Meter. Guck. Der Vorteil bei diesem Schlafsack ist, man kann ihn hier wirklich, zeige ich euch mal, rechts und links zuziehen. Moment. Ah, Moment. Ah, so rum. Das heißt, wenn es wirklich kalt ist, guckt hier nur noch das Gesicht raus. Gerade mal so quasi eine kleine Lücke zum Atmen. Ja, ansonsten eine große Kapuze. Schön auch, wenn man den wirklich nur zum Campen nimmt. Man kann ein Kissen reinlegen. Es rutscht nicht weg. Und ich muss sagen, es ist ausreichend Platz. Ich werde jetzt einfach mal reinschlüpfen. Wir müssen vorher mal gerade das Mikro abmachen, ein bisschen umstecken und dann geht's gleich weiter. So. Übrigens, wie ihr hier seht, ein Zwei-Wege-Reißverschluss. Hoppa.
Die Füße kann man also morgens lüften. So. So, hier den Reißverschluss, den kann man nicht nur von außen zumachen, sondern auch von innen. Praktisch. So. Guck, da bin ich. Wenn es jetzt ganz kalt ist, ich hole jetzt einfach mal alles raus. So, ich hoffe, ihr versteht mich noch. Hier ist es leider kalt. So. Ja, ich würde sagen, der Schlafsack ist ziemlich kuschelig warm. Ich merke jetzt schon, wie warm er ist. Ich würde den auf jeden Fall benutzen zum Campen. Ja. Ich glaube, ich habe jetzt schon so ein Favoritenmodell für meinen nächsten Schlafsack. Vielleicht werden wir auch ein einfacheres Modell ausprobieren oder holen. Ich weiß es noch nicht. Wir sind noch am Hin und Her überlegen. Ihr könnt ja mal gerne kommentieren, was für einen Schlafsack ihr mir empfehlen würdet. Wie gesagt, meine Kältetoleranz ist ja sehr gering. André nickt. Ja. Das hier ist jetzt einer meiner Favoriten. Oh, meine Füße werden schon ziemlich warm. Aber ich glaube, das wäre was. Also damit würde ich mich jetzt hier hinlegen und schlafen. André sagt, kannst du auch. Du kannst mit diesem Schlafsack da schlafen. Stimmt, wenn es regnet. Der ist wasserdicht. Also von außen ein bisschen Regen kommt auch nicht rein. Habe ich trotzdem jetzt nicht vor. Würde Emma mir, glaube ich, auch ganz übel nehmen, wenn ich hier übernachten würde und sie nicht. Aber ja. Was ihr hier noch seht, ist eine Abdeckleiste von Reißverschluss. Der Reißverschluss ist, also er kann eben nicht wasserdicht sein. Wenn es regnen würde, würde hier jetzt Wasser reinlaufen. Deshalb gibt es hier so eine Abdeckleiste. Wenn hier Wasser steht, würde es auch reinlaufen. Aber diese Abdeckleiste hält eben das Schlimmste fern, wie bei quasi einer Regenjacke. Schöner Schlafsack, mir ist echt gerade ziemlich warm. Von mir gibt es einen Daumen nach oben. Vielleicht bekommen wir von euch ja auch einen Daumen hoch für das Video. Und wenn euch unsere Videos gefallen, könnt ihr gerne unseren Kanal abonnieren. Und ja, vielleicht hat jemand von euch auch diesen Schlafsack. Und ich kuschel mich jetzt mal hier rein und sag bis zum nächsten Mal. Tschüss!